Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie beim Wirtschaftspolitischen Ausschuss, dem Ordnungspolitischen Ausschuss des Wirtschaftsbeirates Bayern. Heute haben wir Ludger Wössmann bei uns. Er ist Professor an der LMU und im ifo-Institut Leiter des Zentrums für Bildungsökonomik. Er wird reden über Bildung und Wohlstand, das Wissenskapital der Nationen und wie wir es mehren. Das ist eine ambitionierte Vorstellung, die aus dem Titel spricht, denn ich glaube, wir könnten schon richtig gut dran tun, wenn wir es nicht weiter verringern. Denn das ist ja das Kennzeichen dieser PISA-Studien, die im Zeittrend uns immer weiter unten zeigen in der internationalen Vergleichsstatistik, was also die Mathematikkenntnisse, die Deutschkenntnisse, also die Sprachkenntnisse in der jeweiligen Heimatsprache betrifft und so weiter. Und es gibt wenig Leute, die darüber so Bescheid wissen wie eben Ludger Wössmann. Er hat dieses Zentrum für Bildungsökonomik am ifo-Institut aufgebaut, wo er dann 2002 oder 2003 hinkam. Ich erinnere mich noch genau, ich war auch gerade frisch am ifo und habe ihn dann bei einer Konferenz der European Economic Association gesehen und ihn angesprochen und ihn gefragt, ob er nicht Interesse hätte, von Kiel nach München zu kommen. Und seitdem wirkt er da. Er hat viele Rufe gekriegt, prestigeträchtige Rufe, aber er fand es in München immer besser, weil er eben auch so eine Art Forschungsprofessur hat. Ja, er kann dort viel stärker sich der Forschung widmen, obwohl er gleichzeitig unterrichtet an der LMU. Aber das Zentrum seiner Aktivitäten ist eben doch die Forschung am ifo-Institut. Und wenn das ifo-Institut so weit hochgekommen ist in dem Ranking der Fakultäten und Institute des deutschsprachigen Raums, also in Deutschland sind wir eindeutig die Nummer eins, auch verglichen mit allen Fakultäten, was den Publikationsoutput in wissenschaftlichen Zeitschriften betrifft, dann liegt das auch vornehmlich an Ludger Wössmann, denn er hat wie kein anderer hier vorgelegt und toll publiziert und das Institut forschungsmäßig mit hochgebracht. Er hat in allen berühmten Zeitschriften unseres Faches international publiziert. Jetzt ist gerade ein neuer Artikel im Handbook of Economic Literature heraus. Das ist also sozusagen die Adelung eines Wissenschaftlers, wenn er da mal publizieren darf. Und darf also seine Forschung zu Max Weber und eben der Frage des heutigen Vortrages, wie man Wohlstand vermehren kann, wie Wohlstand Wachstum schafft, die darf er da also behandeln und die inzwischen aufgrund seiner Forschung auch angestoßene Forschung von anderen Wissenschaftlern referieren. Er ist mit vielen Preisen ausgestattet worden im Laufe seiner akademischen Karriere. Er hat zum Beispiel schon früh im Jahre 2003 den Young Economist Award der European Economic Association bekommen. Das ist also die Europäische Ökonomenvereinigung. Und das ist eine unglaublich hohe Auszeichnung. Und dann hat er profitiert auch von seinen Forschungen in Stanford, wo er mit Erik Hanuschek eine gute Liaison eingegangen ist und sehr viel Produktives hervorgebracht hat. Aber die Truppe, die er hier aufgebaut hat und andere Forscher auch in München, haben ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen. Er hat eine Reihe von Büchern geschrieben, The Knowledge Capital of Nations, Education and the Economics of Growth, Endangering Prosperity, a Global View of the American School, School Accountability, Autonomy and Choice Around the World, Humankapital in Deutschland, Wachstum, Struktur und Nutzung der Erwerbseinkommenskapazität, Letzte Chance für gute Schulen, mehr so an ein breiteres Publikum gerichtet, ein Renner, die 12 großen Irrtümer
der Schulpolitik und was wir wirklich ändern müssen. Er kann also alles von der harten theoretischen Forschung, von der empirischen, ökonometrischen Forschung bis hin zur Darlegung seiner Erkenntnisse gegenüber einer allgemeinen Öffentlichkeit. Und er ist ja auch ein bisschen flexibel. Ich merke hier ganz interessiert, dass in dem Untertitel, den er gewählt hat, vom Wissenskapital der Nationen die Rede ist. Vor 15 Jahren hätte man noch Humankapital gesagt, aber dass nachdem dieses Wort von den Zensoren unserer Medienwelt auf den Index gesetzt wurde, dürfen wir Ökonomen das nicht mehr sagen und sagen wir einfach Wissenskapital. Es ist aber genau dasselbe wie das, was damals gemeint war. Nun, Sie werden hören, was sich im Einzelnen darunter verbirgt, dahinter verbirgt. Deutschland ist angeblich das Land der Dichter und Denker. Schöne Vergangenheit aus dem 19. Jahrhundert. Können wir daran anknüpfen? Schaffen wir es irgendwie, wenigstens im oberen Mittelfeld der entwickelten Länder dieser Erde uns zu behaupten? Oder ist dieser verhängnisvolle Trend gar nicht zu stoppen? Und ja, und vielleicht gibt es ja noch Reformen, die uns wieder nach oben bringen. Das wäre ja besonders gut. Wir werden das hören. Ludger, du hast das Wort. Ja, lieber Hans Werner, vielen Dank für die netten Worte. Dem hätte ich natürlich nicht entsprechen können, aber ich versuche trotzdem hoffentlich einen interessanten Vortrag zu machen. Vielen Dank für die Einladung hierher. In der Tat, es ist ja angeklungen, worum es gehen soll. Bildung und wirtschaftlicher Wohlstand, was hat das miteinander zu tun? Warum ist überhaupt jemand, der von Haus aus Volkswirt ist, warum beschäftigt er sich mit dem Thema Bildung? Eigentlich ist die zentrale Idee da drin, und da kommen wir tatsächlich auf das Thema, was ursprünglich mal als Humankapital beschrieben wurde, sicherlich in der öffentlichen Diskussion kein besonders akzeptierter Begriff, aus guten Gründen vielleicht, vielleicht auch aus weniger guten Gründen. Aber es kommt ja eigentlich darauf an, worum es geht. Und die Idee oder der Punkt ist, dass es eben tatsächlich bei Bildung letztendlich darum geht, dass man Kapital akkumuliert. Warum das? Die Idee ist eben eigentlich, man kann sich vorstellen, wenn jemand sich selbst überlegt, soll ich jetzt eine Lehre machen oder nicht, soll ich ein Studium machen oder nicht, dann ist das letztendlich eine Investitionsentscheidung, genauso wie ein Unternehmer überlegt, soll ich noch eine Maschine kaufen, soll ich noch eine Fabrik bauen. Dann geht es darum, dass zunächst mal hohe Kosten entstehen. Also wenn ich jetzt sage, mache ich ein Studium oder nicht, dann habe ich hohe Opportunitätskosten des Einkommens, was ich erzielen würde, wenn ich gleich auf den Arbeitsmarkt gehe, für mehrere Jahre. Und das ist natürlich eine große Frage, lohnt sich das überhaupt? Aus rein wirtschaftlicher Sicht gesehen ist dann eben die Frage, hat diese Investition, die Kosten zu Anfang stehen der Erträge gegenüber im weiteren Verlauf, im Arbeitsleben, die es zu einer lohnenden Investition machen. Aber es ist immer eigentlich diese Frage der Intertemporalität, also der zunächst anstehenden Kosten in der Hoffnung auf zukünftige Erträge, die halt Investitionen ausmachen und letztendlich womit Kapital akkumuliert wird und in diesem Sinne eben Kapital, was in uns Menschen gebunden ist. Und was man auch gar nicht ohne uns Menschen sozusagen denken kann. Darum ist das eigentlich ein Konzept, was den Menschen in der Wirtschaft, der ursprünglich immer nur als Arbeiter, und das war dann meist ein homogenes Gut betrachtet wurde, extrem aufgewertet hat, weil es gerade darum geht, dass wir alle ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen haben. Und genau darum soll es hier gehen, um die Idee, wie die aufgebaut werden und wie wichtig die denn sind. Und da möchte ich einiges zunächst mal zu berichten und dann auch zu nachdenken, was sind mögliche Dinge, die wir machen können, damit die Tendenzen, die tatsächlich in den letzten gut 10 Jahren sehr nach unten gehen, vielleicht wieder andersrum gehen. Ich habe mir vor allem 3 Dinge vorgenommen. Die 4. habe ich zwar mitgebracht, aber könnten wir höchstens vielleicht in der Diskussion vielleicht nachher anbringen. Ich möchte damit starten, eben tatsächlich diesen Zusammenhang zwischen Bildung und wirtschaftlichem Wohlstand kurz mit 2 Schlaglichtern darzustellen. Als erstes auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, das gesamtwirtschaftliche Wachstum, und als zweites auf individueller Ebene eigentlich, was macht Bildung für den Einzelnen am Arbeitsmarkt, für die Chancen am Arbeitsmarkt aus. Dann möchte ich kurz reflektieren,
Wie ist eigentlich der Status quo? Wie stehen wir da in Deutschland, sowohl in Bezug auf das Leistungsniveau als auch in Bezug auf die Ungleichheit der Bildungschancen? Und dann eben die Frage, was sind eigentlich wichtige Einflussfaktoren, mit denen wir vielleicht die Situation verbessern könnten, sowohl innerhalb des Schulsystems als auch darüber hinaus? Da möchte ich ganz konkret über Mentoring-Programme sprechen, über die wir ein bisschen was gelernt haben, was eigentlich wichtig ist. Damit beziehe ich mich insgesamt eben sehr stark tatsächlich mit der Bildung auf den Schulbereich oder auf alles, was bis zum Schulbereich passiert. Sie werden gleich sehen, aus einem sehr guten Grund, weil rein empirisch das tatsächlich die extrem wichtige, grundlegende, das Fundament ist, auf dem alles andere aufbaut. Natürlich hört es damit nicht auf. Dementsprechend könnte man eigentlich viel auch dann über Dinge in Bezug auf den Ausbildungssektor besprechen, aber eigentlich darüber hinaus eben auch die Idee des lebenslangen Lernens, die gerade in einer dynamischen Wirtschaft, die sich ständig verändert, immer wichtiger wird. Das sind jetzt Aspekte, die ich betonen möchte, auch extrem wichtig sind, aber ich für heute zunächst mal hintanstelle, je nachdem kommen wir vielleicht in der Diskussion darauf zurück. Also erstmal die Grundlage, was ist denn der Zusammenhang zwischen Bildung und wirtschaftlichem Wohlstand? Und wie gesagt, zunächst mal die Makroperspektive, das volkswirtschaftliche Wachstum insgesamt. Wenn das eben so ist, wie ich gerade argumentiert habe, dass Bildung eine Investition in die Menschen ist, da müssten wir ja sehen, dass sich das eben insgesamt einen Effekt drauf hat, wie sich Volkswirtschaften entwickeln. Warum einige Länder über die Zeit reich werden und andere arm bleiben. Und wie man damit in der Forschung zunächst vorangegangen ist, um das mal zu versuchen, empirisch sich anzuschauen, ob das denn wirklich ein wichtiger Einflussfaktor ist, ist, dass man einfach gemessen hat, was sind die durchschnittlichen Bildungsjahre, die die Bevölkerung in verschiedenen Ländern durchlaufen hat. Das kann man relativ leicht messen, darum ist das irgendwie ein Maß, was eben als erstes hier reingekommen ist. Und dann kann man es einfach anschauen in möglichst vielen Ländern. Wie sieht das aus mit den durchschnittlichen Bildungsjahren der Bevölkerung? Die sehen Sie hier auf der horizontalen Achse. Und dann eben dem gegenübergestellt, das ist natürlich jetzt alles sehr vereinfacht dargestellt, aber Sie sehen das große Bild in diesem Bereich, die langfristige Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Ist jetzt ganz konkret hier mal für den Zeitraum 1960 bis 2000 dargestellt, also wirklich über 40 Jahre. Wir können das auch bis an den aktuellen Rand ziehen, das sieht dann ganz ähnlich aus. Und was Sie sehen, es ist schon systematisch so, dass Länder, die sozusagen länger, wo die Menschen länger im Bildungssystem waren, tendenziell höhere Wachstumsraten haben. Länder, die hier unten sind, eben niedriger. Aber Sie sehen auch, dass viele Länder sehr weit von dieser Linie entfernt sind. Wenn Sie das so insgesamt sehen, da sind die Unterschiede in den langfristigen Wachstumsraten zwischen den Ländern, die bedeuten, dass Länder hier wie Singapur, Taiwan, Korea, die sind de facto innerhalb von zwei Generationen, haben die den Wohlstand in ihrem Land verzehnfacht. Die Menschen heute sind zehnmal so wohlhabend wie ihre Großelterngeneration. Und im Vergleich dazu andere Länder hier unten, vor allem in Subsahara-Afrika und in Lateinamerika, zum Teil auch in Südasien, haben sich de facto nicht von der Stelle bewegt. Oder wenn man die Regionen insgesamt anschaut, schon ein Stück weit, aber die haben daneben sich vielleicht den Wohlstand verdoppelt, aber nicht verzehnfacht. Und das sind ja die ganz großen Fragen, die man als Volkswirt eigentlich beantworten möchte. Ne? Warum sind die einen, haben die so eine Entwicklung gemacht und die anderen nicht? Bezüglich dessen würde sozusagen so ein einfaches Modell, was eigentlich nur die Bildungsjahre betrachtet und im Hintergrund sozusagen beachten wir auch eben, dass das Ausgangsniveau des Bruttoinlandsprodukts, weil wir insgesamt sehen, dass ärmere Länder aufholen können, dann sehen wir, dass das nur etwa ein Viertel der langfristigen Wachstumsunterschiede zwischen Ländern erklären kann. Also das ist ein Zusammenhang, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig umwerfend. Was aber wir sozusagen der nächste Schritt, der in der Forschung hier gekommen ist, ist dann eben zu überlegen, das natürlich sehr problematisch ist, anzunehmen, dass man jetzt Bildung einfach nur durch die Bildungsjahre misst, weil wir einfach wissen, am Ende des Tages sollte es ja darauf ankommen, was die Menschen wirklich gelernt haben, und wir wissen, dass das in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ist. Wir kennen das von der PISA-Studie zum Beispiel, aber insgesamt, sie machen ja wirklich hier Vergleiche zwischen Bildungssystemen, wo man sozusagen pro Jahr extrem viel lernt, und anderen, wo man gezeigt hat, dass Schüler zum Teil über mehrere Jahre in die Schule gehen können und danach immer noch nicht richtig lesen und schreiben können. Und dementsprechend ist die Idee,
Wenn wir das versuchen wollen, besser zu messen, dann wäre ein Weg, das zu machen, tatsächlich einfach nur anzuschauen, was hat die Bevölkerung denn tatsächlich gelernt. Und was wir dafür gemacht haben, ist quasi in die Vorgängerstudien der PISA-Studie zu gehen, die seit den 1960er Jahren, in verschiedenen Ländern international vergleichend die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Kinder gemessen haben. Also das, was wirklich rausgekommen ist, was die Kinder und Jugendlichen gelernt haben, das sind dann jeweils repräsentative Stichproben in den verschiedenen Ländern. Und wenn wir nun dieses Maß nicht einfach sozusagen des Inputs, wie lange haben die in der Schule verbracht, sondern was haben sie wirklich gelernt, nutzen, das haben wir jetzt hier abgetragen, das sind quasi diese Testleistungen. Also das ist sozusagen jetzt einfach nur so Punkte, die Sie sehen, das ist, ne, das, was dahinter ist, dass man dann versucht, Dutzende von verschiedenen Tests, die es international vergleichend gab, auf eine Skala zu bringen. Das sind dann die Sachen, wo ich jetzt leicht von spreche, wo wir damals dann irgendwie ein, zwei Jahre lang dran gearbeitet haben, bis man das vernünftig auf eine vergleichbar gemacht hat. Was dann dabei rauskommt, ist halt extrem spannend. Was man eben sieht, ist, dass sie jetzt eben, wie sich die Bildungsleistungen in Bezug auf die tatsächlichen mathematischen, naturwissenschaftlichen Fähigkeiten der Bevölkerung anschauen und hier wieder genau das Gleiche, die langfristige Wachstumsrate, die wir gerade auch schon angeschaut haben, dann sehen Sie einen extrem engen Zusammenhang, der sehr deutlich, sehr positiv ist. Und Sie sehen zum Beispiel, dass es überhaupt keine Länder gibt, wo die Bevölkerung sehr gut abschneidet in diesem Bildungstest und die langsam gewachsen wären. Und überhaupt keine Länder, wo die Bevölkerung eher schlecht abschneidet und die schnell gewachsen werden. Insgesamt sind all diese Punkte sehr eng, jedes Punkt ist jetzt wieder ein Land, sehr eng an dieser Linie, was bedeutet, dass quantitativ gesehen über 3/4 der Unterschiede in den Wachstumsraten, des langfristigen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf zwischen den Ländern statistisch gesehen einfach dadurch erklärt werden kann, wie gut die Bildung der Bevölkerung ist im Vergleich der Länder. Sprich, es gibt alle möglichen Theorien und möglichen Erklärungsfaktoren, warum einige Länder reich werden, andere arm bleiben. Das hat zum Teil auch mit den Wirtschaftsinstitutionen, Sicherheit der Eigentumsrechte, Offenheit der Märkte und Ähnliches zu tun. Aber der allerwichtigste durchschlagende Faktor ist am Ende des Tages schlicht und einfach, wie gut ist die Bevölkerung ausgebildet, was für eine Bildung hat sie genossen. Darum ist es so extrem wichtig, über dieses Thema Bildung zu sprechen, was wir jetzt heute hier machen. Selbst rein aus wirtschaftlicher Sicht. Natürlich gibt es ganz andere Gründe, warum Bildung extrem wichtig ist. Aber wenn wir es jetzt eben hier aus wirtschaftlicher Sicht betrachten wollen, dann sehen wir, kommen wir gar nicht drum rum, dieses Thema zu behandeln. Können, um das sozusagen, jetzt ist die Frage sozusagen, wie stark ist dieser Zusammenhang? Sie sehen, es ist eben sehr deutliche Unterschiede. Ich habe das vorhin gesagt, das sind die Punkte hier oben, das sind vor allem einige Länder in Südostasien, die haben de facto, wenn sie 40 Jahre lang 5-6% Wachstumsraten haben, dann sind sie am Ende davon gut 9-mal so wohlhabend wie zu Beginn. Und die anderen hier sind fast auf der Stelle getreten. Diese riesen Unterschiede sehen man, kann man sozusagen nahezu komplett durch Bildung erklären. Das ist natürlich jetzt erstmal nur so eine Korrelation, ein Zusammenhang. Wir haben sehr viel Forschung dazu gemacht, die uns am Ende relativ überzeugt davon gemacht hat, das meiste, was wir hier sehen, ist tatsächlich ein ursächlicher Zusammenhang in dem Sinne, dass sozusagen, wenn ein Land bessere Bildungsleistungen hat, dadurch langfristig sich die wirtschaftliche Struktur verbessert und die wirtschaftlichen Leistungen verbessern. Wenn wir es quantifizieren wollen, heißt das natürlich sozusagen, was bedeutet das für die Volkswirtschaft insgesamt? Ist natürlich so, dass wenn wir jetzt eben schlechter werden in diesen Bildungsleistungen, ich komme dann gleich dazu, heißt das natürlich, dass das im Umkehrschluss Wachstumsverluste hat und damit letztendlich wir langfristig ein niedriges Bruttoinlandsprodukt haben, von dem wir alle leben. Das ist natürlich ein Aspekt, der ist nicht von heute auf morgen. Wenn Sie jetzt Ihr Bildungssystem schlechter wird oder Sie jetzt Ihr Bildungssystem verbessern, all diese Veränderungen werden für die nächsten 5 Jahre null Effekte auf das Bruttoinlandsprodukt haben, weil diese Kinder und Jugendlichen sind noch in der Schule, die sind ja noch nicht mal auf dem Arbeitsmarkt. Wenn Sie dann anfangen, auf den Arbeitsmarkt zu gehen, wie lange ist man im Durchschnitt im Arbeitsmarkt? Rechnen Sie mal ganz grob mit 40 Jahren. Heißt das, dass jedes Jahr quasi nur 1/40, 2,5% des Arbeitsmarktes ausgetauscht werden. Das heißt, Sie müssen, de facto brauchen Sie erstmal ein paar Jahre, bis die Kinder auf den Arbeitsmarkt gehen und dann wird Jahrgangsstufe für Jahrgangsstufe sozusagen die Älteren gehen in Rente, unten kommen die Jüngeren rein. Dadurch verändert sich dann quasi der
der Bildungsbestand in der arbeitenden Bevölkerung, das dauert dann weit über 40 Jahre, bis sie das Gesamte umgeändert haben. Das heißt, kurzfristig, in der aktuellen politischen Legislaturperiode hat das wirtschaftlich keine Auswirkungen. Die Frage ist, wie stark sind die Effekte langfristig? Aber wir haben ja gesehen, langfristige Wachstumsraten sind doch sehr stark davon beeinflusst. Darum haben wir mal so Berechnungen gemacht, wo wir bemessen, wie würde das Bruttoinlandsprodukt im Status quo sich verändern und wie mit geänderten Bildungsleistungen der Bevölkerung entweder verbessert oder verschlechtert. Jetzt reden wir gerade über Verschlechterung. Und machen das für wirklich dann bis zum Ende des Jahrhunderts, also quasi so über die Lebenszeit, erwartete Lebenszeit eines heute geborenen Kindes. Und wenn wir jetzt nur als ein Beispiel davon das zum Beispiel mal modellieren für einen Rückgang in den Bildungsleistungen von 25 PISA-Punkten, ich komme gleich nochmal dazu, aber das ist so im Durchschnitt das, was Jugendliche etwa in einem Schuljahr insgesamt erlernen, dann kommen sie darauf hin, dass wenn sie das langfristig betrachten, wir auf Größenordnungen kommen, dass eben insgesamt eine Wirtschaftsleistung, ein Bruttoinlandsprodukt über den Rest des Jahrhunderts abdiskontiert auf die heutige Zeit verloren geht, in der Größenordnung von 15 Billionen Euro. Oder das sind etwa 7% des zukünftigen Bruttoinlandsprodukts. Warum das Billionen ausmacht, ist vielleicht auch recht wichtig, sich bewusst zu machen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, die Corona-Pandemie hatte ganz viele Kosten in Bezug auf die Konjunktur, auf die Wirtschaftsstruktur. Die meisten dieser Aspekte sind eben Dinge, die für ein, zwei Jahre uns richtig in den Keller reißen, aber dann wieder hochspringen. Und dann hat man sozusagen ein, zwei Mal 5% des Bruttoinlandsprodukts verloren. Aber diese Bildungseffekte, das sind eben die, die kurzfristig kaum zu sehen sind, aber die langfristig eben, wenn wir uns nicht anstrengen und sicherstellen, dass das zurückkommt, jedes Jahr anfallen. Nicht mal für ein oder zwei Jahre, sondern quasi über den gesamten, das gesamte Arbeitsleben dieser Person. Und darum sind diese Effekte so extrem groß. Was heißt das für den Einzelnen? Möchte ich auch kurz mal ansprechen. Quasi, wir haben jetzt gesagt, okay, Volkswirtschaften insgesamt, das ist das ganz große Bild. Aber man kann das natürlich auch sagen, wie hängt das für den Einzelnen, für die Chancen am Arbeitsmarkt zusammen, die einzelnen Bildungsleistungen. Und ich möchte wieder darauf eingehen, jetzt nicht nur, habe ich sozusagen, wie lange bin ich im Bildungssystem gewesen, sondern was habe ich tatsächlich erlernt? Da gab es vor rund 10 Jahren eine große Studie von der OECD, die ja auch den PISA-Test durchführt. Die OECD ist sozusagen die Vereinigung der entwickelten Volkswirtschaften, die in all diesen entwickelten Ländern repräsentative Stichproben der Erwachsenenbevölkerung eigentlich quasi so einen ähnlichen Test hat durchführen lassen. Das ist ja sozusagen altersmathematische Tests oder Textverständnistests. Und dann kann man das direkt eigentlich damit verbinden, wie schneiden denn Leute, die unterschiedlich gut in diesem Test abschneiden, auf dem Arbeitsmarkt ab. Und das Ergebnis, ganz kurz ausgedrückt, sehen wir hier. Das ist quasi dieser Test, PIAAC hieß der, ist eigentlich genauso aufgebaut wie PISA. Da gibt es so Kompetenzstufen, einfach ausgedrückt gibt es 5 Kompetenzstufen, die ganze Bevölkerung abdecken. Und quasi jeder Schritt auf dieser 5-stufigen Kompetenzstufenleiter geht in Deutschland mit über 23% höheren Einkommen einher. Das ist in allen Ländern, die wir betrachten, so, dass systematisch Menschen mit besserer Bildungsleistung am Arbeitsmarkt erfolgreicher abschneiden. Im internationalen Vergleich sind das etwa 18 Prozentpunkte. Und wir sehen, dass Deutschland gehört schon zu den Ländern, wo sich bessere Bildungsleistungen besonders stark am Arbeitsmarkt lohnen. Oder andersrum ausgedrückt, schlechtere Bildungsleistungen besonders stark eigentlich zu Ausfällen führen. Rein quantitativ heißt das, jede dieser 5 Kompetenzstufen geht mit etwa 650 Euro pro Monat höherem Einkommen einher. Also es sind Sachen, die auch für jeden Einzelnen extrem wichtig sind. Vielleicht noch krasser, ein Punkt dazu ist, da kann man auch wieder sagen, was sind so die Größenordnungen, so wir hatten das mal für zu Beginn der Corona-Pandemie eigentlich bemessen zu sagen, wie ist denn das jetzt, wenn wir dauerhaft Lernverluste haben, die wir nicht wieder aufgeholt bekommen, was bedeutet das an zukünftigen Einkommenseinbußen für die Betroffenen? Und man kann eigentlich Pi mal Daumen sagen,
das ist sehr grob gesagt, dass quasi das, was man etwa in einem Schuljahr im Durchschnitt Schülerinnen und Schüler lernen, mit zwischen 9% und 10% höheren Einkommen einhergeht. Und das ist ein sehr systematischer Befund, den wir sehen. Was man dann aber andersrum eben auch wieder so sehen kann, wenn wirklich wir es systematisch so haben, dass wir ganze Jahrgänge haben, die quasi, wir haben damals gesagt, Verlust von etwa einem Drittel des Lernens eines Schuljahrs haben, dann würden wir de facto über das gesamte Berufsleben gesehen mit etwa 3% geringerem Einkommen von ausgehen. Sie werden gleich sehen, dass, und wir hatten das damals auch befürchtet, dass die Verluste noch viel höher sind als das. Vielleicht noch viel anschaulicher, warum eben auch für jeden Einzelnen, für die Chancen am Arbeitsmarkt, damit aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt natürlich wieder, Bildung ein so wichtiger Faktor ist, ist eine Statistik, die ich immer ganz gerne mitbringe, sozusagen, wie sieht die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt aus? Die aktuellen Zahlen sehen wir hier. Und das einfach nur mal unterteilt, ganz simpel danach, welchen höchsten Bildungsabschluss die Menschen denn haben. Und dann sehen Sie, es wird zwar häufiger immer mal wieder von Akademikerarbeitslosigkeit gesprochen, aber das ist sozusagen in der Realität ein Non-Issue. Wir sind sozusagen mit einem Hochschulabschluss liegt die Arbeitslosenquote bei 2,5% zurzeit. Mit Menschen, die eine Lehre erfolgreich oder eine Fachschule erfolgreich abgeschlossen haben, fast genauso niedrig bei 3,2%. Aber bei Menschen, die eben keinen berufsqualifizierenden Abschluss, also keine Lehre oder Vergleichbares erreicht haben, liegt die Arbeitslosenquote jetzt heute bei uns in Deutschland bei knapp 21%. Oder sozusagen die Zahlen vom letzten Jahr. Das heißt, jetzt geht natürlich, wir sehen natürlich, dass gerade die Wirtschaft insgesamt auch lahmt. In der Phase sehen wir immer, dass gerade das noch viel weiter nach oben geht. Wenn es mal richtig boomt, geht das mal ein bisschen weiter nach unten. Aber ne, sozusagen einer von fünf Menschen aus diesem Bereich ist dauerhaft von Arbeitslosigkeit bedroht. Und das sind nicht wenige sozusagen Menschen insgesamt eben ohne Berufsabschluss am deutschen Arbeitsmarkt machen 17-18% aus, also jeder Sechste. Und sprich, der Königsweg wäre ja eigentlich, wenn wir sozusagen das verhindern wollen, wenn wir möchten, dass alle sich am Arbeitsmarkt einbringen können, ihre Familien ernähren können, der Königsweg wäre natürlich möglichst viele aus diesem Bereich mindestens erstmal in eine gute Ausbildung zu bringen. Was das alles zusammengenommen bedeutet, sozusagen quasi die Erträge dieser Bildungsinvestitionen, möchte ich Ihnen auch ganz kurz einmal so zeigen. Das sind nicht mehr ganz, ganz aktuelle Zahlen, aber es zeigt das Bild insgesamt, glaube ich, sehr gut da. Ich habe ja gesagt, das sind eigentlich diese Investitionsentscheidungen, die man im Kopf hat. Lohnt es sich eigentlich, eine Ausbildung zu machen? Lohnt es sich, ein Studium zu machen? Und da muss man die Sachen, natürlich die Kosten und Nutzen gegenüberlegen. Hier haben wir das Alter einer Person. Hier haben wir das Nettojahreseinkommen dieser Person, sind alles Nettobeträge aus dem Mikrozensus, also das sind große Datensätze, das ist repräsentativ. Und dann können wir das jetzt für verschiedenste Bildungsabschlüsse berechnen. Das haben wir eben anhand der realen Daten für Deutschland mal gemacht. Diese Kurve, die Sie hier sehen, ist für Menschen, die eben keinen berufsqualifizierenden Abschluss haben. Sie sehen, das geht relativ niedrig los, steigt ein bisschen an bis so etwa um die Mitte 40, geht auch am Ende eher wieder ein bisschen runter. Und im Vergleich dazu können wir uns jetzt anschauen, wie ist es denn das mit Menschen, die eine Berufsausbildung machen? Und Sie sehen das natürlich zu Anfang ein bisschen niedriger, weil Sie jetzt zunächst mal nur ein Lehrlingsgehalt bekommen und noch nicht am Arbeitsmarkt gehen. Und quasi das, was Sie sozusagen da weniger verdienen, das sind die Investitionskosten im Vergleich zu späteren Erträgen höherer Einkommen, wenn man das eben wie erhofft. Und Sie sehen eben hier, das ist de facto ein No-Brainer am deutschen Arbeitsmarkt, weil sie als Azubi kaum weniger verdienen als Menschen im gleichen Alter, die ohne Berufsausbildung direkt am Arbeitsmarkt treten. Das ist nämlich relativ niedrig. Und im Vergleich dazu verdienen sie dann über den gesamten Rest ihres Lebens deutlich mehr. Also sagen, sie müssen eigentlich diese Fläche mit der Fläche vergleichen. Welche ist wohl größer? Ich meine, das ist wieder, können sie noch so hohe Diskontraten anlegen auf die späteren Erträge. Das ist völlig eindeutig. Ich zeige Ihnen gleich sozusagen, was dabei rauskommt. Aber es ist ganz klar, dass sich sozusagen diese Investition im Durchschnitt extrem lohnt. Lohnt sich denn auch, darüber hinaus weiterzugehen, zum Beispiel eine Technikerausbildung oder einen Meister zu machen? Das sieht dann etwa so aus. Ist hier so angenommen, dass Sie halt im Alter von 27, 28 für ein Jahr rausgehen. Da haben Sie sogar richtige Kosten dran. Aber Sie sehen, dass danach die Menschen auch deutlich mehr verdienen. Und Sie können den nächsten Schritt gehen. Das ist jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt verschiedene Arten von Studium, das Studium an der Fachhochschule auf dem ersten Bildungsweg.
Das ist jetzt natürlich die große Frage. Sie fangen an, erstmal gehen Sie noch 3 Jahre weiter, machen Ihr Abitur. In der Zeit verdienen die Azubis schon Geld. Dann sind die Azubis schon Gesellen und verdienen schon ganz ordentlich am Arbeitsmarkt. Und wir haben jetzt hier angelegt, was man eben tatsächlich eben berechnen kann, Studie, also viele Jobs im Studium nebenher und sowas, also gewisse Einkommen sind auch da natürlich viel niedriger. Das heißt, das hier sind die Kosten, das sind die Investitionskosten des Studiums. Das ist das, was ich hier überlege, soll ich das jetzt machen? Ne? Soll ich nicht vielleicht besser gleich eine Ausbildung machen? Dann verdiene ich schneller und mehr. Der Punkt ist, dass Sie dann, sobald Sie auf den Arbeitsmarkt treten, deutlich mehr verdienen und dann das auch wesentlich steiler nach oben geht, sodass es im Durchschnitt wiederum relativ klar ist, dass diese Nutzen, die Sie hier sehen, deutlich höher sind als die Kosten. Das Gleiche gilt ehrlich gesagt fast genauso, wenn Sie das auf dem zweiten Bildungsweg machen oder das sind jetzt Studium an der Universität, da sind die Erträge hinten raus nochmal deutlich höher. Wenn Sie das Ganze dann jetzt abdiskontieren und auf, als Lebenseinkommen berechnet, dann können Sie das nebeneinander stellen. Ist das Lebenseinkommen von Menschen im Durchschnitt ohne berufsqualifizierenden Abschluss liegt bei 460.000 Euro. Das ist netto abdiskontiert. Mit einer Lehre verdienen Sie deutlich mehr. Also, obwohl Sie zu Anfang natürlich ein bisschen weniger verdienen, aufs Leben gesehen, ist das eine extrem lohnende Investition. Sie verdienen im Durchschnitt etwa 140.000 Euro mehr. Aber auch im Vergleich zur Lehre lohnt sich jeder weitere Schritt auf der Bildungsleiste am deutschen Arbeitsmarkt schon sehr deutlich. Also Meistertechnikerausbildung deutlich höher, aber Menschen mit einer Fachhochschulausbildung im Durchschnitt verdienen deutlich mehr als Meister oder Techniker. Natürlich gibt es Einzelne in diesem Bereich, die viel mehr verdienen als Einzelne an und hier gibt es einige mit einer Fachhochschulausbildung, die deutlich weniger verdienen als mit einer Lehre. Nur im Durchschnitt ist die Sache ganz klar. Und nochmal der Schritt weiter mit dem Universitätsstudium. Sprich, all das halt zeigt eben insgesamt, Bildung ist extrem wichtig, ne, für den Arbeitsmarkt und für die Wirtschaft insgesamt. Okay, wie stehen wir jetzt da? Erster Punkt, das ist das, was ich mal das traurige Smiley genannt habe. Ich habe mal zusammengenommen alle diese repräsentativen Tests von Schülerleistungen, die wir in Deutschland haben, in verschiedenen Jahrgangsstufen, in verschiedenen Fächern, sind de facto halt Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften. Da gibt es eine ganze Reihe, da gibt es PISA, aber es gibt auch TIMSS und es gibt IGLU, es gibt Tests vom IQB. Ich will Sie damit gar nicht nerven. Der Punkt ist, dass ich das vor ein paar Jahren mal zusammengebracht habe und einfach nur mal so geguckt habe, was ist sozusagen im Durchschnitt all dieser verschiedenen Tests, wie sieht das aus? Und was wir sehen ist, wir fangen jetzt an im Jahr 2000. Im Jahr 2000 war die erste PISA-Studie. Die ist Ende 2001 veröffentlicht worden und da kam der große PISA-Schock. Da haben wir festgestellt, in Deutschland, wir sind gar nicht so sehr das Land der Dichter und Denker, sondern wir sind nur unteres Mittelfeld in Bezug auf die verschiedenen entwickelten Länder. Was dann geschehen ist, ist, dass sozusagen dieser Fokus darauf, dass wir uns als erstes Mal die Hausaufgaben machen müssen in den Schulen und fragen müssen, was kommt denn hinten raus, haben die Kinder und Jugendlichen auch das gelernt, was als Basis für alles Weitere gelernt werden muss. Da haben wir absoluten Fokus drauf gelegt. Wir können da vielleicht ein bisschen drüber diskutieren, was alles ist, was so geschehen ist. Aber ich glaube, da ist viel in den Schulen geschehen, viel in der Bildungspolitik geschehen. Ich glaube, auch viel in den Familien geschehen, wo man auch mal gemerkt hat, oh ja, ich muss ja auch zu Hause da mal nachgucken oder ich muss vielleicht mit den kleinen Kindern häufiger mal vorlesen und so weiter. Wir sind dann, und das ist wirklich etwas, was man in all diesen Tests sieht, für etwa 10 Jahre systematisch nach oben gegangen. Und zwar auf eine Systematik, die wenige andere Länder geschafft haben. Das Problem war nur, und das ist das Ganze jetzt hier, und das möchte ich dabei betonen, das ist alles noch vor Corona. Ich habe nur die Tests zusammengenommen, die bis zum Jahr 2019 verfügbar waren, habe das dann auch damals veröffentlicht. Sehen Sie, dass es irgendwo so zwischen 2010, 11, 12 der Umkehrschluss ist, das ist abgeflacht und alle diese Tests sind seitdem nach unten gegangen. Und zwar in der Größenordnung hier, das hat die Zeit mal ganz schön damals dann irgendwie dargestellt, die kriegen das natürlich besser hin als ich. Das ist dieses traurige Smiley, dass wir sehen, dass eigentlich schon 2019 60% dessen, was wir ursprünglich in den ersten 10 Jahren nach PISA mit viel Arbeit sozusagen erreicht hatten, wieder verloren gegangen ist. Und ich glaube, auch da können wir gleich mehr drüber reden. Zentraler Aspekt davon ist tatsächlich, dass uns insgesamt der Fokus darauf, wie wichtig es ist zu schauen, was haben die Kinder und Jugendlichen am Ende gelernt, das zu messen und das sicherzustellen, dass uns der Fokus verloren gegangen ist. Wir haben uns alles mögliche andere angeschaut. Wir haben über Inklusion, über Schultoiletten, über Ganztag reden, alles wichtige Dinge.
Aber wir haben dabei sozusagen auch die ganzen großen Reformen, die es im Bildungssystem gab, seitdem hatten nichts mehr damit zu tun, mit dem Ziel, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst vernünftig ihre Basis für das weitere Leben lernen sollen. Das geht natürlich jetzt noch weiter. Das ist irgendwie jetzt sozusagen, das war der Weg bis dahin. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Igloo-Test anschauen, das ist ein Lesetest in der vierten Klasse, der auch international vergleichbar ist, den gibt es seit 2001. Da sehen wir, da ist schon sozusagen 2006 der Schritt nach unten gekommen. Das war das, was wir uns bis gerade angeschaut haben, aber jetzt sozusagen bis zur ersten Beobachtung nach PISA, der ist 2021 wieder durchgeführt worden, ist das ein verheerender Absturz. Also das ist über ein halbes Jahr dessen, was die Kinder normalerweise in der Grundschule lernen, sind wir zurückgegangen. Sozusagen, ne? Am Ende von 4 Jahren sind wir auch mal ein halbes Jahr weiter zurück. Oder jetzt das gleiche Bild für die PISA-Studie. PISA testet 15-Jährige. Ganz interessant ist eben zu sehen, hier kommt der Knick hier und die gleichen Jahrgänge sind ein paar Jahre später dann in der weiterführenden Schule. Die sehen wir halt ein paar Jahre später hier. Da kommt der Knick dann tatsächlich auch die paar Jahre später. Wir hatten das gerade gesehen, bis ins Jahr 2018. Und auch hier sehen wir jetzt, dass die letzte PISA-Studie ist 2022 durchgeführt worden. Die Ergebnisse sind jetzt Ende letzten Jahres rausgekommen. Und das sieht eben verheerend aus. Sie sehen eben, dass dieses traurige Smiley mittlerweile komplett rumgegangen ist. De facto sind wir in allen drei Fächern unterhalb des Ausgangsniveaus, was im Jahr 2000 den PISA-Schock ausgelöst hat. Nur haben wir keine geschockte Republik, sondern da gibt es ein besonderes Reden zu und de facto ändert sich nicht sehr viel, habe ich das Gefühl. Und das ist die große Gefahr, die wir sehen. Der Rückgang zwischen 2018 und 2022 in Mathematik entspricht genau diesen 25 PISA-Punkten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das ist im Durchschnitt etwa das, was, so berechnet die OECD das, was Jugendliche in einem ganzen Schuljahr lernen. Also die sind in der 9., 10. Klasse. Das heißt sozusagen jetzt, wo die das, was sie eigentlich in der 10. Klasse konnten, Entschuldigung, die 10-Klässler sind heute sozusagen auf dem Niveau, wo vor 4 Jahren noch die 9-Klässler waren. Das ist krass, es geht nicht sozusagen um Kleinigkeiten. Das, was sozusagen in Bezug auf die mathematischen, naturwissenschaftlichen und Lesegrundlagenkompetenzen gemessen wird, gehen wir ab. Sie sehen, ich habe insgesamt das jetzt alles immer nur für Deutschland gezeigt, weil es wird immer darüber diskutiert, ja, wollen wir uns denn mit Singapur oder China vergleichen? Ehrlich gesagt glaube ich ja, aber da müssen wir gar nicht, sondern wir sollten, nur wenn wir uns unsere eigenen Trends anschauen, sieht das ganz bitter aus. Wir waren, wie angesprochen, zu Beginn mal das untere Mittelfeld, das war damals so normiert, nämlich dass die entwickelten Länder einen Durchschnitt von 500 hatten. Wir waren dann zwischendurch deutlich im oberen Mittelfeld, aber wir sind wieder sehr stark runtergekommen. Sehr viele Länder haben jetzt über Corona hinweg Abstiege gesehen, aber Deutschland gehört schon zu den Ländern mit den stärksten Abstiegen. Und es gibt auch Länder wie Singapur oder sowas, wo man überhaupt nicht sieht, dass die schlechter geworden sind. Ist in Deutschland immer so ein bisschen so ein Problem. Man spricht über Deutschland insgesamt. Das ist natürlich auch das große Problem, die große Herausforderung. Aber am Ende des Tages politisch sozusagen fühlt sich keiner angesprochen, weil das ist natürlich Ländersache. Ne? Das ist im Grundgesetz festgeschrieben, Kultuspolitik, Länderpolitik. Also schauen wir uns mal Bayern an. Da haben wir nicht ganz so viele schöne Daten auf Bundesländerebene, was eigentlich ein großer Ärgernis ist. Aber es gibt die IQB-Tests, die werden nicht so häufig gemacht. Aber zum Beispiel gibt es eben einen Test in der 4. Klasse in Mathematik, den wir hier sehen. Den haben wir für 2011, 2016 und 2021. Und auch der bayerische Graph, der schwarze hier, geht deutlich nach unten. Im Vergleich zu Deutschland insgesamt, sehen Sie hier neben, sind wir ein bisschen besser. Ja, wir sind zwar auch da, ist Bayern nicht mehr Spitze, aber meist so an zweiter Stelle hinter Sachsen, je nach Fach, was man so anschaut. Aber Sie sehen, die Rückgänge, die wir hier sehen, sind halt eben auch sehr stark. Und die Frage ist, ob man sich damit zufrieden gibt, dass eben die anderen Bundesländer noch schlechter geworden sind. Das mag hier in Deutschland einige beruhigen, aber in China oder Singapur interessiert das niemanden. Noch eine zweite Sache, das kommt jetzt aus dieser IQB-Studie, sind gar nicht meine eigenen Berechnungen, aber was die mal gemacht haben, ist zu sagen, okay, es hat ja auch Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft gegeben. Und das ist natürlich etwas, wir werden da gleich noch mehr drüber sprechen, ein total wichtiger Einflussfaktor darauf, wie gut Kinder in der Schule sind, ist der familiäre Hintergrund, Bildungshintergrund, Einkommenshintergrund der Eltern. Und natürlich ist es eben so, wenn sich das verändert, wird das eben Auswirkungen auf die Schülerleistung haben.
Was Sie jetzt mal gemacht haben, ist sozusagen alles das, was man so beobachten kann, Bildungshintergrund und auch sozusagen, was an Besitztümern die zu Hause haben und sowas, all das rauszurechnen. Auch wenn man Migrationshintergrund hat, das ist natürlich was, was viele Leute so im Kopf haben, das ist natürlich in der Zeit über mehrere Wellen angestiegen. Also jetzt, wenn Sie das komplett rausrechnen, sind Sie, oh, ich habe gerade was Falsches gesagt, sind Sie bei der schwarzen Linie. Also die im Hintergrund ist die, sind die insgesamt die Leistungen in Bayern, die gingen von 519 Punkten auf 490 runter, also um 29 Punkte. Selbst wenn Sie aber so tun würden, als ob sich die Schülerschaft überhaupt nicht verändert hätte, die sich gerade in Bezug auf Migrationshintergrund eben insgesamt, würde man dadurch eben Abstieg erwarten, aber der ist deutlich, der kann sozusagen nicht mal ein Drittel des gesamten Rückgangs erklären, also auch ohne das sind wir noch bei 19 Punkten, die auch in Bayern zurückgegangen sind. Also das ist nicht einfach nur eine Sache, okay, wir haben jetzt viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die möglicherweise weniger gute Bildungshintergründe in ihren Familien haben und dadurch eben nicht so gut abschneiden. Damit können wir nur einen kleinen Teil, also wir können damit ein bisschen was erklären, aber nur einen kleineren Teil des Rückgangs. Das gleiche Bild haben wir zum Beispiel auch in der 9. Klasse, da gibt es einen Lesetest, den wir haben. Der ist leider so aufgebaut, dass man den nicht direkt wieder vergleichen kann, darum muss man ihn zusammenstückeln, aber Sie sehen das gleiche Bild. Das hier ist hier in diesem Fall Deutschland insgesamt, das Schwarze ist Bayern, wir sind oberhalb, aber wir gehen auch signifikant nach unten. Und wiederum lässt sich sozusagen, ist der Rückgang hier 18 Punkte in dem Test insgesamt und wenn man Veränderungen in der Zusammensetzung der Schülerschaft berücksichtigt, sind es immer noch 13 Punkte, die wir runtergehen. Vielleicht ein kurzer weiterer Aspekt daran, was ich recht auch politisch gesehen recht wichtig finde. Sie haben jetzt gesehen, das sind eigentlich nicht so lange Trends, die wir für Bayern haben. Der Grund dafür ist, dass wir nicht so lange vergleichbare Reihen für die einzelnen Bundesländer haben, was an sich schon ein Skandal ist. Aber es gab die erste PISA-Studie, 2000 ist rausgekommen und da wurde dann auch repräsentative Stichproben in jedem Bundesland, also viel größere Fallzahlen dann eben getestet, um zu wissen, wie sehen die verschiedenen Bundesländer aus. Da hatten wir zum ersten Mal sozusagen so Länderrankings. Das ist das, seitdem sozusagen ist sich jeder bewusst, wie wir eigentlich sind. Bis dahin konnte auch Bremen sagen, wir haben das beste Bildungssystem der Welt. Und dort hatte man dann die ersten Ergebnisse davon. Das hat man 2000, 2003 und 2006 gemacht und dann politisch entschieden, das nicht weiterzumachen. Was ich damals auch geschrieben habe, ist ein großer Skandal, hat aber ist man mit durchgekommen. Was Sie hier sehen, ist die PISA-Leistung im Ausgangsniveau. Und Sie sehen eben, Bayern hier war im ersten PISA-Test das beste Bundesland. Und hier unten sind die schlechtesten, Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Wenn Sie das vergleichen mit der gesamten PISA-Unterschiede, dann sozusagen zwischen den Bundesländern, haben wir, glaube ich, so etwa zwei Drittel der Variation zwischen den OECD-Ländern abgedeckt. Das ist also richtig große Unterschiede, hat es da gegeben. Aber ganz spannend, das möchte ich jetzt hier drauf eingehen, was kaum beobachtet oder beachtet worden ist. Hier ist die Veränderung, die wir dann eben sehen konnten zwischen 2000 und 2006, also über 6 Jahre. Und was Sie sehen ist, die besten Bundesländer zu Anfang, Baden-Württemberg und Bayern, die sind zwar nicht schlechter geworden, aber haben sich de facto auf ihren Lorbeeren ausgeruht, die haben sich nicht verändert in den 6 Jahren. Und die allerschlechtesten haben sich über die 6 Jahre extrem verbessert. Die haben 30 Punkte besser geworden, wenn Sie das so ungefähr hier sehen, das ist etwa die Hälfte des Rückstands zu Bayern und Baden-Württemberg haben die aufgeholt. Und die mittleren haben auch sich verbessert. Also die ganze Verbesserung, die wir vorhin gesehen haben, die kam eben nicht durch Bayern und Baden-Württemberg, sondern durch die ganzen anderen Bundesländer. Warum das nicht so aufgefallen ist, weil das Ranking sich kaum geändert hat. Aber es geht nicht ums Ranking, es geht darum, was die Kinder und Jugendliche wirklich gelernt haben. Und das ist deutlich besser geworden. Und was das aus meiner Sicht, wie ich das gerne interpretiere, bedeutet, ist, wenn Sie Transparenz haben, dann haben Sie politisch Feuer in der Bude, wenn Sie da unten stehen. Bremen konnte nicht mehr sagen, okay, ist ja alles gut hier. Und dann haben die Wähler gesagt, entweder wollen wir jetzt mal wirklich sehen, was hier geschieht, oder wir können ja eben auch eine andere Partei wählen. Und genau das ist geschehen. Da ist ganz viel passiert und das hat funktioniert. Darum ist es sozusagen umso trauriger, dass wir diesen PISA-Vergleich beendet haben. Wir haben jetzt eben mittlerweile diesen bisschen, kriegt viel weniger IQB-Vergleich, der halt viel weniger Aufmerksamkeit bekommt und auch nur sozusagen mit so großen Abständen kommt, dass man natürlich auch nie klare Ursachenzuweisungen machen kann. Ich glaube, eine wichtige Konsequenz wäre, dass wir eigentlich dahin kommen müssten, dass wir jährlich so einen Vergleich der Bundesländer haben müssten, um überhaupt erstmal die grundlegende Transparenz dafür zu haben, wo wir eigentlich stehen. Und ich glaube, allein diese Transparenz führt eben auch schon dazu, dass entsprechende Anreize da sind.
Wir machen am IFO-Institut seit vielen Jahren, seit 11 Jahren mittlerweile jährlich eine repräsentative Befragung, was die Menschen denn über das über verschiedene bildungspolitische Themen denken. Also es geht ja eigentlich um die Substanz, was die Kinder und Jugendlichen wirklich gelernt haben. Das habe ich Ihnen gerade gezeigt. Das ist jetzt eigentlich nur so eine Meinungsbefragung. Ist natürlich politisch auch nicht unwichtig, weil es natürlich darum geht, was die Leute wirklich wollen und wie die das sehen. Das haben wir jetzt in diesem Jahr erstmals auch so durchführen können, dass wir das für jedes Bundesland einzeln machen können. Und Sie sehen durchaus, dass die bayerische Bevölkerung noch am zufriedensten mit ihren Schulen ist. Wir haben einfach gefragt, welche Schulnote würden Sie den allgemeinen Schulen in Ihrem Bundesland geben? Und dann sehen Sie ja 1, 2, 3, 4 oder 5 und 6. Und das ist sozusagen in Bayern relativ gesehen immer noch besser als in anderen Bundesländern. Aber de facto ist es auch nur so, dass nur 40% den Schulen überhaupt eine Note von 1 oder 2 geben. Das heißt, 60% gibt maximal eine Schulnote 3. Das ist halt sozusagen das beste Bundesland in Deutschland vielleicht. So grob mit ein, zwei anderen. Ich glaube, dass das, und das hat sich auch über die letzten Jahre deutlich verschlechtert, dieses Meinungsbild für Deutschland insgesamt, können wir es zumindest zeigen. Sprich, es wird gesehen, dass wir Probleme in den Schulen haben. Und ich glaube, auch hier in Bayern zeigt das, dass wir natürlich eigentlich, wenn wir Spitzenreiter sein wollen, dann müssen wir eigentlich haben wollen, dass der Großteil der Bevölkerung zumindest in Schulen eine 2 gibt, würde ich sagen. Okay, ein zweiter Aspekt im Rahmen, wo wir derzeit stehen, das mache ich recht kurz, aber das ist diese Frage der Chancengerechtigkeit. Das ist natürlich so, kann man, glaube ich, normativ extrem viel darüber diskutieren. Bis jetzt habe ich eigentlich nur über das Leistungsniveau insgesamt gesprochen. Und wir haben gesehen, wie extrem wichtig das ist. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden darin einig gehen, dass das gutes Bildungssystem eigentlich 2 Hauptziele hat. Das eine ist ein hohes Leistungsniveau, das zweite aber auch, möglichst gerechte Chancen zu haben. Hat natürlich damit zu tun, dass eigentlich das, was wir im Bildungssystem machen, die Kinder halt dann in die freie Marktwirtschaft schickt und dementsprechend sollte man eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo man selber mündig wird, noch möglichst alle Türen offen haben, also Chancen offen haben. Und wenn wir gesehen haben, ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass eben Bildungsleistungen sehr stark vom familiären Hintergrund abhängen, ist das natürlich etwas, was wir eigentlich versuchen würden als Gesellschaft, das möglichst gering zu halten. In dem Sinne, dass sozusagen ich als Kind nicht sozusagen schon mein ganzer Lebensweg dadurch vorgeschrieben ist, aus welcher Familie ich komme. Nun sehen wir, dass gerade in Deutschland zum Beispiel, wenn man sich die PISA- oder IQB-Leistungen anschaut, extrem große Unterschiede im Durchschnitt bestehen zwischen Kindern aus sozioökonomisch stärkeren Elternhäusern und schwächeren Elternhäusern. Und dieser Unterschied ist auch, den gibt es auch in allen Ländern, aber ist Deutschland eigentlich schon immer in der Gruppe der Handvoll Länder, in denen der besonders stark ist, also eigentlich die Chancen besonders ungleich verteilt sind. Wir haben im letzten Jahr mal für ein Herz für Kinder oder mit denen zusammen einen Chancenmonitor entwickelt, der eigentlich versucht, das auch nochmal konkret und einfach zu messen. Und wir haben jetzt gar nicht über Testleistungen, die immer so komplex sind, wir haben einfach gesagt, okay, schauen wir uns an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aufs Gymnasium geht, Entschuldigung, und schauen uns an, das für Kinder mit verschiedenen familiären Hintergründen. Dafür haben wir einen möglichst großen Datensatz genommen, das ist der Mikrozensus, da haben wir de facto 4 Merkmale. Das eine ist der Bildungsstand der Eltern. Also wie viele Elternteile ein Abitur haben, kein Elternteil, ein Elternteil, zwei Elternteile. Dann haben wir das Haushaltseinkommen und das haben wir einfach in Viertel eingeteilt. Das untere Viertel, mittlere Viertel, also untere Viertel, zweite, dritte und daneben das oberste Viertel. Wir wissen, ob die Familie einen Migrationshintergrund hat und ob ein Elternteil alleinerziehend ist oder beide Elternteile da sind. Das sind die 4 Maßnahmen. Und das sind de facto, ist ja eigentlich, der Punkt ist, all das sind Dinge, die das Kind nicht selbst beeinflussen kann. Da wird man reingeboren und aus normativer Sicht würde man eigentlich sagen, wäre es eigentlich ein Ziel, dass davon die Chancen des Kindes nicht abhängen sollen. Wie sieht das nun aus? Das können wir uns eben dann in dem Datensatz anschauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus diesen verschiedenen Kombinationen von familiären Hintergründen aufs Gymnasium geht und Sie sehen zum Beispiel, wenn kein Elternteil Abitur hat und ich aus dem unteren Einkommensviertel komme und selbst ohne Migrationshintergrund und ohne alleinerziehenden Status ist das 21%. Und am anderen Ende, beide Elternteile haben Abitur, wir sind im oberen Einkommensviertel und das ist dann sogar so, Migrationshintergrund ist da relativ unwichtig und eben wenn beide Elternteile Abitur haben, heißt das irgendwie, ist auch nicht alleinerziehend, dann sind sie bei über 80%. Das ist erschreckend nah an 0 zu 1, 0 zu 100%.
sozusagen. Sie werden hier reingeboren, die Chance, dass Sie aufs Gymnasium gehen, können wir Ihnen vorhersagen, ist 20%. Werden hier reingeboren, ist 80%. Ganz spannend ist eben zum Beispiel, diese untersten vier sind alles Gruppen, also das jetzt nur insgesamt werden das 40 Gruppen, ich habe Ihnen mal sozusagen die interessantesten Größen auch mitgebracht. Die untersten vier sind alles Gruppen mit niedrigem Bildungs- und niedrigem Einkommenshintergrund und dann je nachdem, ob Sie Migrationshintergrund haben oder nicht oder alleinerziehend oder nicht, macht de facto überhaupt keinen Unterschied, da sind Sie bei 21-22%. Das gleiche ganz interessant auch hier oben, wenn Sie in dieser obersten Kategorie sind, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, sind Sie bei gut 80%. Insgesamt sehen wir zwar die riesigen Unterschiede in den Bildungschancen zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in unserem Land, aber de facto sind die nahezu komplett dadurch bedingt, dass im Durchschnitt die Menschen mit Migrationshintergrund bei uns eben relativ niedrige Bildungshintergründe und eben relativ niedrige Einkommen haben. Sie können es umdrehen. Ein Kind ohne jeglichen Migrationshintergrund in der Familie, der aber aus diesen unteren Bereichen kommt, hat genauso wenig Chancen im deutschen Bildungssystem wie ein Kind mit Migrationshintergrund. Es gibt einen gewissen Zusatzaspekt, wenn Sie das zum Beispiel auf Testleistungen anschauen, haben wir genau das Gleiche schon in der ersten PISA-Studie gefunden, nicht wir, auch andere, sozusagen über 80% der Unterschiede zwischen Menschen, Kindern mit und ohne Migrationshintergrund sind de facto durch den sozioökonomischen Hintergrund bedingt. Ein gewissen weiteren Aspekt ist eben, ob in den Familien zu Hause die deutsche Sprache gesprochen wird oder nicht. Das hat einen zusätzlichen Effekt, kann auch ein bisschen was hinzubringen. Mal sehen, selbst hier, wo man eigentlich denken würde, Gymnasialbesuch, sozusagen dieses dreigliedrige Bildungssystem, was kaum andere Menschen aus anderen Ländern so kennen, was sehr spezifisch ist, wo man denken würde, da wäre ja möglicherweise Migrationshintergrund besonders wichtig, also oder dass man den nicht hat, um da hinzukommen, sehen wir auch, dass es der Migrationshintergrund an sich scheinbar nicht viel an Unterschied beiträgt. Okay, dann noch was, wir haben das jetzt in diesem Jahr auch mal nach Bundesländern gemacht, hat hier in Bayern für viel Ärger gesorgt, aber ist wiederum der Punkt, ne? Das ist jetzt deutschlandweit insgesamt, da haben alle gesagt, ja, ist ja ganz schrecklich, ist ganz schlimm, aber ich bin ja nicht zuständig, weil in meinem Bundesland ist bestimmt alles viel besser. Jetzt haben wir können, ne, die Daten sind nicht so umfangreich, dass wir das sozusagen so fein machen könnten. Wir machen jetzt einfach zwei Gruppen in jedem Bundesland. Und zwar definieren wir, es geht wieder um die Wahrscheinlichkeit des Gymnasialbesuchs. Wir sagen einmal niedriger familiärer Hintergrund und höherer. Das ist ganz einfach definiert. Niedriger heißt entweder kein Elternteil hat Abitur oder unteres die unteren drei Viertel der Einkommen. Oder andersrum leichter gesagt, sozusagen höhere Hintergrund heißt mindestens ein Elternteil Abitur oder ich komme aus dem obersten Einkommensviertel. Das ist einfach sozusagen, wir haben ja gesehen, dass diese beiden Dinge besonders wichtig sind. Und wenn wir das einfach so aufteilen, dann kommen wir für Deutschland insgesamt etwa auf, also relativ nahe auf zwei Hälften der Bevölkerung der Kinder. Also wir haben jetzt sozusagen nicht diese extremen Gruppen, sondern wir wirklich sozusagen, wir teilen einfach nur in jedem Bundesland die Kinder in zwei Hälften nach höherem, niedrigem Hintergrund in Bezug auf Einkommen und Bildung der Eltern. Und dann sehen Sie, dass wir in der unteren Hälfte bei 27% sind, in der oberen Hälfte bei 60%. Ne, das ist quasi eigentlich, Sie sehen eben einmal hier so und einmal hier so, das ist eigentlich genau das Gleiche, was Sie da sehen. Das können Sie jetzt aber für jedes Bundesland machen. Und ehrlich gesagt, die Grundlinie davon ist, dass es da zwar Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt, aber in jedem einzigen Bundesland ist diese Ungleichheit der Bildungschancen so gemessen extrem groß. Also für Bayern schauen wir uns an, es sind mit höherem Hintergrund knapp 53% der Kinder, die aufs Gymnasium gehen, aber wenn sie das Pech haben, in dem unteren Hintergrund als Kind reingeboren werden, sind wir bei 20%. Der Unterschied davon können Sie entweder absolut rechnen, dann sind Sie bei etwa 33%-Punkten, oder Sie können es relativ rechnen, also 20 geteilt durch 53, dann sind Sie bei 38%. Sieht beides nicht besonders gut aus für Bayern, aber mein Ziel davon war eigentlich nur zu sagen, jedes Bundesland kann sich jetzt die zwei Zahlen anschauen und sagen, ist man damit zufrieden oder nicht. Und wir in Bayern sollten anschauen, finden wir es okay, dass in der unteren Hälfte sozusagen bezüglich auf des sozioökonomischen Hintergrundes der Kinder nur 20% aufs Gymnasium kommt bei uns und aus der oberen Hälfte 53%. Wenn wir das okay finden, können wir nach Hause gehen. Wenn wir es nicht okay finden, dann heißt das, dass wir politisch noch was schaffen müssen. Was viel Ärger gemacht hat, ist hier in Bezug auf das relative Verhältnis, und das macht viel Sinn, eigentlich das so zu berechnen, ist sozusagen die Chancenungleichheit am allergrößten im Vergleich der Bundesländer. Es sind nämlich nur sozusagen, wenn ich aus unterem Bereich bin,
ist die Chance, dass ich aufs Gymnasium komme, nur 38% so hoch wie ein Kind aus der oberen Hälfte. Das ist aber gar nicht wichtig, es geht wirklich um diese Zahlen grundlegend. Okay, dann im letzten Teil, den ich angehen möchte, ist, das ist unser Wissenskapital, das sozusagen ist die Grundlage für unseren zukünftigen Wohlstand. Wir gehen seit 10 Jahren runter, wir haben ganz große Unterschiede, was können wir machen? Als erstes möchte ich, und das wird jetzt relativ hohe Flughöhe sein, aber was können wir aus der Forschung ableiten, sozusagen, welche Aspekte sind da wichtig und welche nicht? Als erstes möchte ich ins Schulsystem gehen, ist natürlich sozusagen der erste Ansatzpunkt in diesem Bereich. Und als erstes ist natürlich sozusagen für die Bevölkerung insgesamt, auch in der Politik, dann immer der Reflex zu sagen, okay, wir müssen halt mehr Geld ins System stecken, damit die Kinder mehr lernen. Das Problem ist, dass wir sozusagen zumindest auf dem Niveau, wo wir so stehen, überhaupt keinen systematischen Zusammenhang darin sehen, dass zwischen Ländern, wie viel die fürs Bildungssystem ausgeben und was die Kinder tatsächlich lernen. Also hier haben Sie mal die Ausgaben, und zwar wirklich kumuliert über den gesamten Bildungsweg bis im Alter von 15 Jahren, wo der PISA-Test durchgeführt wird, in den verschiedenen Ländern. Hier haben Sie die PISA-Mathematikleistungen. Und Sie sehen eine ganz große Punktwolke. Es ist nicht so, dass systematisch die Länder, die viel ausgeben, besser abschneiden würden oder die wenig ausgeben, schlechter ausgeben würden. Und Deutschland ist hier, wie bei sehr vielen allen möglichen Kennziffern, die wir haben, immer ziemlich genau mittendrin. Soll nur heißen, dass es, also das heißt nicht, dass Bildungsausgaben per se unwichtig sind, aber es heißt eben, dass die nicht die sozusagen First-Order-Größenordnung sind dessen, was es ausmacht, warum einige Länder wirklich gut sind und andere nicht. Und Sie können das auch, hat natürlich viele Probleme, so das so grob über darzustellen. Da gibt es sehr viel Forschung zu, aber die kommt eben wirklich zu dem Ergebnis in all diesen Bereichen, dass das reine Ausgabenniveau per se wirklich nachgelagerte Einflüsse hat. Sie können das eben zum Beispiel wesentlich leichter vergleichen, indem Sie einfach nur die Veränderungen über die Zeit anschauen. Wie haben sich die Ausgaben pro Schüler verändert? Wie haben sich die PISA-Leistungen verändert? Mittlerweile haben wir ja diese längeren Reihen für PISA-Leistungen. Und auch da sehen Sie, es ist halt nicht systematisch so, dass die Länder, die mehr ausgegeben haben, besser geworden sind. Oder die eben eigentlich sozusagen kaum ihre Ausgaben gesteigert haben, weil alle haben so ein bisschen gesteigert, dass die schlechter geworden wären. Sprich, wenn es uns wirklich darum geht, was die Kinder und Jugendlichen lernen, dann scheint der erste Ansatzpunkt eher nicht darin zu bestehen, wie viel wir in das System reinstecken, sondern was wir mit den Mitteln tatsächlich machen, wie die eingesetzt werden. Und da ist eine der Grundideen, die wir Ökonomen vielleicht auch generell immer haben, dass eben das, was Menschen machen und wie die sich verhalten, sehr viel mit Anreizen zu tun hat. Und darum denken wir ganz gerne über die institutionellen Rahmenbedingungen nach. Und in dem Bereich haben wir viel sozusagen Befunde gesehen, die darauf hindeuten, dass tatsächlich so ist, dass eben Systeme, in denen alle Beteiligten, sprich die Eltern, die Lehrkräfte, die Kinder und Jugendlichen selber, die Administration, in dem die alle einen Anreiz haben, sich tatsächlich für bessere Bildungsergebnisse einzusetzen, dann sehen wir auch, dass das kommt. Und da, wo das nicht der Fall ist, ist das nicht so. Um Ihnen so ein Beispiel dafür zu geben, also zwei Dinge, die sozusagen in diesem Bereich sehr stark reinkommen, ist, dass wir systematische Unterschiede sehen, je nachdem, welche Prüfungssysteme die Länder haben und wie viel Selbstständigkeit, wie viel Autonomie die Schulen haben. Jetzt nur so ein Beispiel, das ist jetzt mal für TIMSS-Test gemacht worden. Wir sehen den gleichen Zusammenhang für den PISA-Test. Sie haben verschiedene, dahinter liegt eine große Regressionsgleichung, wo alle möglichen Sachen rausgerechnet werden, wie Ausgaben und familiärer Hintergrund und so weiter. Und Sie unterscheiden die ganzen Länder und Schulen jetzt nach zwei Dimensionen. Das eine ist die Frage, gibt es in dem jeweiligen Schulsystem externe Abschlussprüfungen, ja oder nein? Und die Idee ist sozusagen, externe Abschlussprüfungen sind natürlich ein Mittel, um zumindest transparent zu machen, wie gut die Kinder abgeschnitten haben, ja oder nein. Wenn sie das nicht haben, dann kann überhaupt niemand außerhalb der Schule überhaupt sehen, ob am Ende des Tages die Kinder wirklich was gelernt haben oder nicht. Das heißt, die Anreize, mich dafür einzusetzen, das ist natürlich auch Arbeit, dass wirklich da was bei rauskommt, sind ziemlich niedrig, weil sowieso nie jemand sehen wird. Und die zweite Dimension ist die Frage, hat die Schule Autonomie? Das haben wir für verschiedenste Bereiche gemacht. Ja oder nein? Hier mal ganz konkret, ob die Schulen
eine gewisse Autonomie über Bestandteile von Lehrergeldern haben, zum Beispiel ob die Bonis zahlen können oder sowas. Das gibt sozusagen auch die Maße dazu und das variiert zum Teil auch innerhalb der Länder. Und was wir eben sehen ist zunächst mal, dass es sehr systematisch immer so ist, dass Schülerleistungen in Schulsystemen, die externe Abschlussprüfungen haben, systematisch viel höher sind, also von hinten, von vorne nach hinten, als in Ländern, die das nicht haben. Aber das Zweite ist eigentlich auch noch mindestens genauso spannend. Wir sehen, wenn wir keine externen Abschlussprüfungen haben, dann sind die Schülerleistungen sogar besser in Schulen, die keine Autonomie haben. Der Zusammenhang dreht sich aber komplett um, sozusagen hier von negativ hin zu positiv, in Schulsystemen, die externe Abschlussprüfungen haben. Sprich, die besten Schülerleistungen sind eigentlich dort zu finden, wo externe Abschlussprüfungen mit Selbstständigkeit, mit Autonomie verbunden werden. Sprich, es geht darum, die Standards klar zu definieren, extern vorzugeben, was soll wirklich gelernt werden und das auch extern zu überprüfen, damit man sehen kann. Aber dann, wenn das klar gemacht ist, den Schulen viel mehr Selbstständigkeit zu geben, weil die Schulen vor Ort viel besser wissen, wie man da hinkommt. Und wenn man den Weg dorthin sozusagen den Schulen überlässt, scheint da am meisten rauszukommen, aber eben nur, wenn das Ziel klar ist und auch extern überprüft wird, wenn man den Schulen viel Autonomie gibt, aber am Ende des Tages gar nicht nachfragt, wofür sie das eingesetzt haben, dann werden sie das für alles Mögliche einsetzen, aber nicht gerade dafür, dass die Schulen, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich gute Basiskompetenzen in Bezug auf die mathematischen, naturwissenschaftlichen, sprachlichen Grundlagen erwerben. Das sind so zwei Aspekte, die extrem wichtig sind und quasi diese institutionellen Rahmenbedingungen eben sehr viel ausmachen. Wir sind sozusagen, man kann dann eben auch anfangen, jetzt die PISA-Tests über die Zeit zu nehmen und zu sehen, ist es denn jetzt wirklich so, dass Schulsysteme, die mehr externe Prüfungselemente eingeführt haben, sich die Schülerleistungen auch entsprechend verbessert haben? Ja, das sehen wir ganz stark. Es ist tatsächlich etwas, was auch nicht nur sozusagen im Ländervergleich ist, sondern wenn man über die Zeit was verändert, ja, dann wird man auch besser. Und wir sehen die gleichen, ähnlichen Sachen sozusagen auch mal angeschaut für Schulautonomie. Und es ist zumindest sozusagen in reicheren Ländern so, dass mehr Schulautonomie systematisch, also wenn man den Schulen mehr Autonomie gibt, tatsächlich mit besseren Leistungsergebnissen am Ende zusammenhängt. In ärmeren Ländern ist das gar nicht so klar, sogar zum Teil auch negative Zusammenhänge. Und man sieht auch, dass diese beiden Dinge interagieren. Das heißt also, Autonomie wirkt dann besonders positiv, wenn es externe Prüfungen gibt, die eben offenlegen, wie gut denn die Ergebnisse am Ende sind. Letzter Punkt. Ich habe jetzt eben viel über Schulen gesprochen und ich halte das auch für extrem wichtig. Und wir haben ja gesehen, dass das viel ausmacht. Aber ich habe ja auch darüber gesprochen, ein extrem wichtiger anderer Einflussfaktor darauf, was Kinder und Jugendliche lernen, sind halt die Familien, das soziale Umfeld, all das, was natürlich politisch viel schwerer heranzukommen ist. Wir können ja nicht einfach nur die Elterngeneration verändern. Heißt natürlich andersrum auch, langfristig ist, wenn wir sozusagen, sind die Kinder, die jetzt zur Schule gehen, die Elterngeneration der nächsten Generation. Das heißt halt auch langfristig sozusagen noch wieder zusätzliche Multiplikatoreffekte. Aber der Punkt ist jetzt eben, was ist denn jetzt eben in Bezug auf diese Chancengleichheit? Was können wir denn machen mit Kindern? Und zwar jetzt irgendwie nicht im ganz frühen Bereich. Das ist etwas, was wir insgesamt in diesem Bereich sehen. Können wir vielleicht gerne noch weiter diskutieren gleich, dass sozusagen je eher man ansetzt, sprich schon im vorschulischen Bereich, wenn man den Kindern dort gerade die Kinder fördert, die eben nicht von Haus aus so gefördert werden, dann kann man langfristig die größten Erfolge erzielen. Was wir uns nun mal gefragt haben ist, was ist denn jetzt eben, wenn wir unter 14-, 15-Jährigen sind, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist und die eben zu Hause nicht die entsprechende Unterstützung hatten und die eben wirklich jetzt in Hauptschulen oder entsprechende Nachfolgeschulen haben und dort wirklich in den sozusagen in den größten Problembezirken der jeweiligen Städte sind das hoffnungslose Fälle. Und wir sind reingegangen und haben zusammengearbeitet mit einem Mentorenprogramm. Und zwar sind das, das nennt sich Rock Your Life. Das wurde vor 15 Jahren von einer Gruppe von Studierenden gegründet, genau mit dem Ziel, wirklich benachteiligten Jugendlichen, die aus richtig benachteiligten Hintergründen kommen, zu helfen und mit dem expliziten Ziel auch sozusagen den Übergang von Schule in den Arbeitsmarkt erfolgreich zu gestalten. Und die gehen eben wirklich in ihren jeweiligen Universitätsstädten in die haarigsten Viertel rein, gehen da in die schlechtesten Schulen rein und sagen denen so, was wir euch anbieten ist, wer Lust hat, kann einen Studierenden als Mentor bekommen und wir treffen uns dann alle 2 Wochen, machen was Schönes zusammen, aber überlegen auch, wie es euch weitergehen kann.
dann wollte dieses Programm ganz gerne wissen und wir auch, hat das denn Erfolge, ne? Bringt das irgendwas? Und wir haben denen gesagt, das kann man nur sehr schwer messen, weil ihr geht in so problematische Gebiete rein, dass wir kaum eine Vergleichsgruppe haben, woher wir wissen würden, was mit diesen Jugendlichen geschehen würde, wenn sie eben nicht in das Programm kommen. Und wir haben gesagt, die einzige Art, wie man das so richtig hart evaluieren könnte, wäre, das tatsächlich als Feldexperiment zu machen. Das heißt, ihr geht in all diese Schulen rein und leider haben die eben, wie in all diesen Bereichen, gibt es leider viel mehr Jugendliche, die bedürftig sind, Hilfe zu bekommen, als dass wir sie anbieten können. Und wir haben gesagt, okay, fragt quasi doppelt so viele Jugendliche an, die gerne mitmachen wollen. Und dann lassen wir den Zufall entscheiden, wer reinkommt und nicht. Ist ehrlich gesagt dann auch das Fairste. Ja, das ist sozusagen nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dann können wir uns anschauen, ob es denn so ist, dass die, die im Programm sind, sich besser entwickeln, als die, die nicht im Programm sind. Und das ist ein extrem aufwendiges Forschungsdesign. Stellen Sie sich vor, das sind so 14-Jährige, die sind so 8., 9. Klasse, die sind ein, zwei Jahre, bevor die eigentlich sozusagen dann abgehen. Und wir haben da viel anekdotische Evidenz von diesen Schulen. Das sind wirklich hoffnungslose Fälle. Oder zumindest die Lehrkräfte haben die zumeist weitgehend aufgegeben. Und die haben auch keinen Bock mehr auf Schule. Das heißt sozusagen, diese Idee, denen noch mehr Schule zu geben, damit das besser wird, wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Das ist das Letzte, was Sie hören wollen. Okay, aber können denn diese Studierenden eher an die rankommen? Und das Ziel ist sozusagen, die wollen eine persönliche Beziehung zu denen aufbauen. Und ich interpretiere das so ein bisschen so, die bringen denen tatsächlich ein bisschen das von dem mit, was in allen anderen Familien sozusagen die Familien eh mitbringen. Dass die sozusagen die Kinder fördern, denen sagen, okay, was müsst ihr machen? Es geht meist so los, dass sie erstmal zusammen irgendwie in den Zoo gehen oder ins Kino gehen. Und dann nach und nach sozusagen eine echte Beziehung aufgebaut haben und dann auch mal sagt so, okay, habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, ne, in anderthalb Jahren ist Schule zu Ende, was ihr dann machen wollt und was wollt ihr denn dann machen? Und das große Ziel ist aber aus dem Blickwinkel dieser Jugendlichen und nicht aus den der Studierenden zu kommen und zu sagen, wo habt ihr Bock drauf, worauf könntet ihr euch motivieren und dann versuchen wir euch zu helfen, den Weg zu gehen. Das heißt aber zum Beispiel dann auch, okay, also Beispiele sind so, dann sagen die Jungs sagen alle, sie wollen Fußballprofi werden und die Mädchen, sie wollen Models werden. Die wissen alle selber, dass es nicht passieren wird, aber dann fängt man an, sozusagen zu reden und dann sagt man, ja, okay, wie ist denn das? Gibt es da nicht irgendwas anderes, sozusagen, was dich da motivieren könnte? Und dann, also haben wir so Beispiele davon gehört, wo die dann sagen, ja, okay, ich weiß, ich werde nicht Model werden, aber zum Beispiel können wir durchaus vorstellen, im Friseurberuf zu arbeiten. Und dann, aber was muss man dafür machen? Und dann muss man eben, ja, zumindest musst du deinen Quali schaffen, das heißt, irgendwie, und dann ist es sozusagen, wo geht es dir schlecht in der Schule, dann wird auch da geholfen. Aber dann eben auch, ja, dann muss man jetzt eben Bewerbungen rausschicken. Man muss eben an die einzelnen Betriebe rangehen und das machen. Das ist das, was in Familien ansonsten häufig eh geschieht, aber hier bei diesen Hintergründen oft häufig fehlt. Okay, jetzt haben wir uns angeschaut, hatten das wirklich irgendwie sichtbaren Erfolg oder ist das genauso hoffnungslos? Und wir haben uns angeschaut, mittlerweile haben wir diese Jugendlichen 3 Jahre weiter verfolgt, sowohl die im Programm waren, als auch die nicht im Programm waren. Und was wir sehen ist, dass wir schon nach einem Jahr dieses Programms, das Programm geht zumeist für ein Jahr, bei einigen für ein zweites Jahr, dass die Schulleistungen, rein die Mathe-Noten, wir sind dann in jede Schule gegangen, haben die Noten eingesammelt, sich extrem verbessert haben und das ist auch besser geworden, also solange die zusammen sind. Wir haben gesehen, dass die Zukunftsorientierung ein ganz wichtiger sozusagen nicht kognitiver Faktor für solche Zukunftsentscheidungen auch sehr stark hochgegangen ist im ersten Jahr im Vergleich zu der Kontrollgruppe, der aber interessanterweise nach 2 und 3 Jahren wieder zurückgegangen ist. Und wir haben als drittes, das war diesem Programm auch sehr wichtig, diese sozusagen verschiedene Maße von Arbeitsmarktorientierung, wie sehr die überhaupt schon an ihre Arbeitszukunft denken und sich darauf ausrichten, gemessen. Auch die ist sehr stark hochgegangen und die ist auch im weiteren Verlauf noch weiter hochgegangen. Das war sozusagen das Erste, was wir gesehen haben, aber vielleicht das Spannendste ist, was wir jetzt eben mittlerweile jetzt nach 3 Jahren sehen können, ist, dass wir uns anschauen können, das ist vielleicht das Wichtigste, was die Jugendlichen in diesem Bereich erreichen könnten, ist, eine Ausbildung anzufangen. Und wir haben ja eingangs gesehen, wie im Vergleich dazu keine Berufsausbildung zu haben, wie extrem wichtig ist. Ne? Wenn sie das geschafft haben, Arbeitslosenquote von 3%, nicht geschafft haben, über 20%. In der Gruppe, in der Vergleichsgruppe, die kein Mentoring gemacht haben, ist jetzt 3 Jahre nach diesem Programmstart, sind nur 27% in einer Ausbildung. Die sind zum Teil noch die allermeisten davon sind in irgendwelchen Übergangssystemen im Schulsystem drin.
Und wir sehen einen Effekt dieses Mentorings von 29 Prozentpunkten. Wir haben diese Wahrscheinlichkeit, dass diese Jugendlichen in Ausbildung sind, dass es real observiert, hat sich mehr als verdoppelt. Und das ist halt ein Wahnsinnseffekt. Und ich hatte das viel mehr, als ich sozusagen mir quasi erhofft hätte. Heißt eben, es sind nicht hoffnungslose Fälle. Man kann auch sogar in dem Alter noch sehr viel machen. Man muss aber dann anfangen, gezielt zu fördern und gezielter reinzugehen, was vielleicht politisch jetzt sogar schon ganz schwer ist, zu sagen, was, also das kann man, glaube ich, nicht mit einer Verwaltung so gut hinbekommen wie so ehrenamtliche Studierende, die sich hier voll engagieren. Aber man sieht eben diese, wenn man wirklich reingeht und die da abholt, wo die sind und denen entsprechend hilft, dann kann man auch in diesem Bereich ganz viel erreichen. Und gerade solche Programme sollten, glaube ich, auch politisch gefördert werden. Okay. Ich hatte gesagt, wir könnten eigentlich jetzt weiter davon sprechen, was heißt das eigentlich auch politisch für jenseits des Schulsystems. Ich möchte das jetzt sein lassen und lieber in die Diskussion gehen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Bildungsleistungen haben wir gesehen, kann man sagen, ist eigentlich sowas wie das Wissenskapital der Nation und letztendlich der Grundlage dafür, wie unser Wohlstand langfristig aussehen wird. Auch für den jeden Einzelnen zahlen sich Bildungsleistungen in Bezug auf Einkommen, in Bezug auf Beschäftigungswahrscheinlichkeiten sehr stark aus. Leider ist der Verlauf der Schülerleistung in Deutschland sowas wie ein trauriges Smiley, geht seit 10 Jahren systematisch runter und ist jetzt gerade am aktuellen Rand eingebrochen. Mit der Chancengleichheit für Kinder aus verschiedensten Hintergründen sieht es gerade hierzulande nicht besonders gut aus. Wenn wir daran was ändern wollen, ist es nicht allein damit getan, mehr Geld ins System zu pumpen. Ich habe jetzt nicht mehr darüber gesprochen, aber zum Beispiel auch so Dinge wie reine Klassengrößen an sich haben kaum Effekte darauf, was die Kinder wirklich am Ende lernen. Institutionelle Rahmenbedingungen im Schulsystem, Dinge wie Prüfungssysteme, die eben wirklich auf klares Erreichen dieser Basiskompetenzen ausrichten und auch mehr Schulautonomie. Und das ist etwas, was wir in Deutschland gerade sehr wenig haben, sind Dinge, die durchaus große Effekte haben. Und auch jenseits des Schulbereichs kann man, gerade wenn man sich sozusagen auf benachteiligte Jugendliche konzentriert und dort gezielt fördert, auch noch viel erreichen, etwa in Bezug auf, durch solche Mentoring-Programme. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.